4. Kapitel 1. Fortschritt durch Tode. Hängst du immer noch fest? Ja, aber das gehört ja irgendwie auch zum Spielprinzip hinzu. Und immerhin ist hier der Tod nicht ganz so sinnlos wie in anderen Spielen und fügt sich gut in den Spielfluss ein. Das erinnert mich an die Dr. Wu-Folge von gestern. Da stirbt der Doktor auch die ganze Zeit. Und mit jedem Tod kriegt er mehr Erfahrungen dazu, damit er diese Wand durchbrechen kann, die er sonst nicht durchbrechen könnte. Ist also eigentlich so ein bisschen wie, also fast so wie bei Dark Souls. Nearly a billion years. Ah! And when the time mountain is chiseled away, the first second of eternity will have passed! Well over a billion years. Oh! You must think that's a hell of a long time. 2 billion years. Oh! Personally, I think that's a hell of a... Kapitel 2. Emotionale Tode. Ja, weißt du, so Tod in Film ist ja schon irgendwie sowas Trauriges und Dramatisches. Herr der Ringe zum Beispiel. Boromir ist tot. Der ist so lange gestorben, das hat mich so mitgenommen. Besonders, weil es so lange gedauert hat einfach, wie er mit dem Pfeil immer abgeschossen wurde. Ich dachte echt noch, er überlebt, aber... aber auch bei Spielen. Ja, wie in Life is Strange. Oh Gott, Kates Tod hat mich so emotional mitgenommen. Wobei, ich denke mal, es lag eher daran, weil es eine Cutscene war. Da kann man mehr filmisch umsetzen, wie zum Beispiel die Kameraeinstellung. Wobei, es wahrscheinlich auch sehr, sehr viel daran gelegen hat, dass es meine eigenen Entscheidungen waren, dass Kate gestorben ist. Suicide is a sin, isn't it? If you believe in hell, you might end up there. I don't want that to happen. What difference does it make? I'm already in hell anyway. No! Traurig, als ich meinen Epic-Note in Minecraft verloren habe. Oh ja, Gott, das ist so nervig. Da investiert man Blut, Schweiß und Tränen rein. Stundenlang. Und in einer Sekunde alles hinüber. Oh, das ist schlimmer als mancher Permadev in irgendwelchen komischen Filmen oder Spielen. Trial and Error. So Trial-and-Error-Tode sind ja schon ziemlich langweilig und dämlich.
Ich meine, die einzige Emotionalität, die man damit hat, ist die Mühe, die man in diese Spiele reinsteckt. Das könntest du niemals als Film machen, weißt du? Das wäre für den Zuschauer viel zu langweilig. Dann schau dir doch mal täglich grüßt das Moment hier an. Da gibt es so eine Montage. Die Montage? Die war so saulustig. Ich habe mir die so viele Mal angeschaut, aber ich konnte mich gar nicht mehr halten vor Lachen. Das war echt super. Aber das ist die Ausnahme. Ich meine, sonst könntest du das niemals machen. Also. Kapitel 4. Resurrection. Weißt du, was mir noch zu Tod einfällt in Film und Videospielen? Dass das ja gar nicht permanent sein muss oder dass es eine Funktion hat, dass du stirbst eigentlich. Zum Beispiel Overwatch. Ich meine, da stirbst du die ganze Zeit. Aber mit Mercy kannst du die Leute ja wiederbeleben. Ich zum Beispiel gestern habe diesen geilen Rest gemacht, womit wir dann das Spiel gewonnen haben, nachdem ich die Leute wiederbelebt habe. Play of the game. Till Valhalla. Jon Snow in Game of Thrones. Seine Kamera. Sterb! Tot! Und dann kam die rote Tusse einfach an. Ah, Jon Snow, du lebst wieder! En Sindroro Onios. En Persis, en Kir Persis. En Morchot Gleison. Ich meine. Tod hat eigentlich ja auch ein Handlungsprinzip irgendwo in all diesen Medien. Ist schon was großartig, dieser Tod, oder? Wie vielfältig. Und dass man immer wiederkommen kann. Tja, wenn der Tod nicht unbedingt final ist, stört dich das jetzt ja auch nicht. Was?